Ja, wir befinden uns hier in Berg, also ganz nah an der deutsch-französischen Grenze. Und der Castortransport wird wohl am Nachmittag von Frankreich kommen. Und der Castor soll dann nach Deutschland rein und wir leisten da Widerstand. Wir werden versuchen, dass er eben nicht nach Deutschland reinkommt und dass er gar nicht erst in Gorleben ankommen wird. Das ist quasi das süddeutsche Pendant zu der großen Demo in Gorleben, weil es eben doch sehr viele Menschen gibt, denen der Weg nach Gorleben zu weit war oder die aus anderen Gründen nicht den weiten Weg auf sich nehmen konnten. Eigentlich geht es nicht nur um den Castor, sondern auch um die Laufzeitverlängerung, die nicht im Sinne der Bevölkerung ist. Und da müssen wir sagen, nein, nicht mit uns. Ne? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Castor-Behälter und so manchem Politiker? Antwort, es gibt keinen Unterschied. Innen viel Heißes und heiße Luft, alles in allem nicht ganz dicht. So gut wie nicht zu entsorgen, immer auf der Flucht vor den mündigen Bürgern und von Polizisten abgeschirmt, weil unverträglich mit Umwelt und Realität. Aus der Demonstration heraus hat sich dann dieser Zug zu den Gleisen zur Blockade hin entwickelt. Es war überhaupt nicht schwierig, auf die Gleise zu kommen. Die Polizei hat uns so durchgehen lassen auch. Es war ein recht zügiger Trupp, der durchmarschiert ist. Und wir waren alles eine geschlossene Einheit und ein ganz munterer Haufen. Der Castor soll aktuell ungefähr in einer Viertelstunde, also in 15 Minuten, in Lauterburg ankommen. Das heißt, wir sind nicht nur am richtigen Ort, sondern auch zur richtigen Zeit hier mit unserer Blockade. Die Stimmung ist natürlich sehr gut, weil wir das geschafft haben, was wir wollten. Wir wollten ein Bild schaffen von dem Protest, auch hier im Südwesten, also Gorleben ist überall. Wir wollen so lange sitzen bleiben, wie es erforderlich ist, damit der Castor gar nicht erst hier ankommt. Also wenn wir sitzen können bis morgen früh, machen wir das natürlich auch, wenn dafür der Castor nicht durchkommt, kein Problem. Vorher wurde mal die Zahl 1276 genannt, die auf den Gleisen sitzen würden. Es ist jetzt definitiv, dass der Castor nicht hier lang fährt, weil wir hier sitzen, sondern er ist in Kehl abgebogen gegen seinen Plan und wir haben verhindert, dass er hier lang fährt. Das ist eine gesicherte Information jetzt. Die Räumung ist jetzt derzeit aktuell eingestellt worden, weil es dafür kein Erfordernis mehr gibt. Das heißt, der Zug wird diese Strecke nicht benutzen. Deswegen wurde mit der Räumung der Gleise jetzt hier nicht mehr fortgeschritten. Der ausschlaggebende Grund ist nicht diese Blockade gewesen, sondern einfach eine Entscheidung, die jetzt hier in der Lage gefällt worden ist. Die Blockade hat hier stattgefunden, das nehmen wir zur Kenntnis. Ich bin begeistert, dass der Zug nicht kommt. Wir haben ja hier in Berg mitbekommen, wie über die letzten Nächte hier ständig kontrolliert worden ist. Es gab ja auch die vergangene Woche eine intensive Tätigkeit der Bahn, die hier die Gleise erneuert haben. Ich glaube nicht dran, dass der Zug hier nicht durchgekommen wäre.